Heute sprechen wir über den ersten Einser, also 1-1er, Jugendsprache und so. Aber tatsächlich geht es heute um eine Frage aus der Community, ob es Tipps zum Thema Klettern im leichten Gelände mit ein bisschen Anschauungs- und Bildmaterial aus der Praxis geben kann. Und ja, das kann es. Los geht's! Das Klettern im ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad ist so ein kleines Damoklesschwert über vielen Bergwanderern. Denn wer gerne wandert, wird in der vollständigen Literatur zahlreiche oder unzählige wunderschöne und tolle Gipfel finden, die nicht erwandert werden können. Die meisten Berge abseits des Wanderns in den Ostalpen sind jedoch noch über das nächste Level, also über das leichte und seilfreie Klettern zu erreichen. Also das Klettern im ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad. Und das schreckt viele Menschen sehr ab, was sehr schade ist. Wie gefährlich ist das seilfreie Klettern denn? Nun, wenn man das seilfreie leichte Klettern in die Kletterdisziplin aufnimmt, ist es definitiv die gefährlichste Art des Kletterns. Denn Unfälle sind oftmals verbunden mit folgeschweren Abstürzen. Das braucht man auch nicht schönreden. Gleichzeitig hat in manchen Gesteinsarten wie dem Wettersteinkalk das leichte Klettergelände den größten Anteil an losen Griffen und Tritten, also stark brüchigem Gelände, was ebenfalls sehr gefährlich ist. Das heißt, das Klettern im leichten Gelände ist nicht ungefährlich. Man sollte aber natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Denn schließlich hat man in der Regel alle Zeit der Welt, um sich zu überlegen, schauen und suchen. Außerdem ist das Klettern im leichten Gelände auch überhaupt kein Kraftakt. Um im ersten Grad vernünftig zu klettern, gibt es einige Tipps und vor allem ein richtiges, kontrolliertes Vorgehen, sodass diese Angelegenheit jedenfalls so sicher wie möglich gestaltet werden kann. Und das zeige ich euch jetzt. Im ersten Schritt seht ihr eure Kletterstelle. Wenn ihr darin jetzt keine Übung habt und das erste Mal im Klettergelände unterwegs seid, dann stürzt euch nicht gleich in die Wand, sondern haltet 1-2 Meter Abstand, denn dann habt ihr einen super Überblick über die möglichen Griffe und Tritte und wo ihr hin müsst. Wenn man weiß, wo man hin will, gestaltet sich das Abenteuer nämlich schon mal deutlich weniger unübersichtlich. Danach kann man schauen, ob es irgendwo eine logische, leichte Linie gibt. Häufig zu sehen ist nämlich, dass es sich Bergsteiger sehr viel schwerer machen, als es notwendig wäre. Da klettern dann Leute im dritten Grad herum, weil sie leichte Griffe und Tritte weiter links oder rechts nicht gesehen haben und meinen dann im Nachhinein, boah, das war jetzt schon ein echt harter Einser. Man sucht also erstmal am besten nach den geeigneten Griffen und Tritten. Im Idealfall kann das über die gesamte Stelle noch am sicheren Boden einsehbar sein. Beim Klettern selbst ist es wichtig, dass man nie ganz ausgestreckt dasteht. Gerade beim seilfreien Klettern ist das besonders wichtig, denn ist man komplett durchgestreckt, sieht man die eigenen Füße nicht mehr. Wenn man die eigenen Füße aber nicht mehr sieht, dann weiß man auch nicht, wo man steht und man weiß auch nicht, wo man hinsteigen soll. Verunsichert sich selbst, gerät in Panik und alles wird scheiße. Deshalb halten wir mit dem Oberkörper immer ein paar Zentimeter Abstand von der Wand, damit wir uns noch umschauen können. Das heißt auch, die Füße sind immer zuerst dran. Zuerst sucht man sich einen guten Griff, dann kommt ein Fuß höher, dann der andere Fuß und erst dann sucht man wieder nach einem guten höheren Griff und steht letztlich auf. Man greift also nicht so lange höher, bis man nicht mehr höher kann, weil dann hat man eben wieder den gestreckten Körper. Das Allerwichtigste beim leichten Klettern ist aber der Kopf. Und für den Kopf ist eine Sache in festen Bergschuhen extrem wichtig. Richtig gute Tritte. Denn das Einser- und Zweiergelände ist in der Regel nicht extrem steil. Im Worst Case ist es gerade mal senkrecht, ganz kurz. Aber trotzdem hat man immer sehr, sehr gute Tritte und Griffe. Wenn die Füße gemütlich, gut und sicher stehen, dann hat man aber logischerweise auch alle Zeit der Welt, nach einem neuen Griff zu suchen und sich für neue Tritte umzusehen. Erst wenn man sich in die delikate Situation begibt, auf Tritten zu stehen, denen man nicht vertraut, schießt einem Stress schlagartig ein und es wird richtig ungemütlich. Aber solange die Füße gut stehen, kann das definitiv nicht passieren. Da kommt aber auch die 3-Punkte-Regel jetzt ins Spiel. Es wird nicht nur im Einser- und Zweiergelände immer so geklettert, dass 3 Punkte, also 2 Hände und ein Fuß oder 2 Füße und eine Hand, immer zur gleichen Zeit auf einem guten Tritt bzw. eben einen guten Griff haben. Also wird immer nur eine Hand oder ein Bein weiter bewegt. Der Rest hält. Damit ist nämlich bei einer unvorhergesehenen Situation immer noch etwas Sicherheitsreserve gegeben, wenn beispielsweise ein Tritt ausbricht oder man das Gleichgewicht verlieren sollte. Musik.
Das Klettern per se ist also nicht wirklich schwer. Die Sicherheit ist aber trotzdem nicht immer gewährleistet. Da wäre zum Beispiel das große Problem des Steinschlags. Im Einser- und Zweiergelände, vor allem wenn man eine Stelle auf einer ganzen Wandertour ist, hat man in der Regel nämlich keinen Helm mit. Das ist zwar aus der Sicherheitsperspektive dumm, aber die Wahrscheinlichkeit für einen Steinschlag im Einser-Gelände ist auch nicht so hoch wie im Vierer- oder Fünfer-Gelände. Also man muss das eigentlich anders sagen. Die Wahrscheinlichkeit für Steinschlag ist natürlich gleich, aber da das Gelände in der Regel von Flachstücken durchzogen ist, bekommen Steine meist keine Beschleunigung, um bedrohlichen Steinschlag zu erzeugen. Entweder sie bleiben immer wieder gleich liegen oder eben sie rollen halt fröhlich durch die Gegend. Das Problem ist aber, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Habt ihr ja gerade gesehen. Trotzdem würde ich bei einer durchschnittlichen Bergtour mit einer Kraxelstelle im Einsergelände nicht automatisch den Helm einpacken. Bei einer langen, felsigen Schottertour mit 4-5 Stunden Einser- und Zweiergelände dann doch eher schon. Unterm Strich ist aber natürlich immer auch das eine Ermessenssache und eine persönliche Entscheidung. Das zweite große Problem neben dem Steinschlag ist das, was den Steinschlag auslöst. Lockeres Gestein. Das ist beim seilfreien Klettern wirklich, wirklich das Wichtigste, was ihr tun müsst. Prüft eure Griffe und Tritte immer auf Stabilität, bevor ihr sie belastet. Nicht nur im Karwendel, aber vor allem im Karwendel und in den Dolomiten. Und im Karwendel, aber auch im Karwendel. Habe ich eigentlich schon das verkackte Karwendel erwähnt? Geprüft wird, indem man mit drei Punkten einen sicheren Halt hat und der vierte Punkt zum Beispiel die Hand leicht an einem Griff zieht, so wie man ihn eben dann auch belasten würde. Bewegt er sich leicht, ist das eher eine schlechte Wahl oder zumindest nicht die erste Wahl. Man kann auch dagegen klopfen, also mit dem Handballen versuchen, einen schönen Griff so zu identifizieren. Das hat den Vorteil, dass man, falls er gleich rausfallen sollte, nicht gleich nach hinten gezogen wird, wie das beim Test durch die Zugbelastung ist. Bei den Füßen sollte man ohnehin nur auf das steigen, was von vornherein mal gut aussieht. Und ist man sich nicht ganz sicher, kann man mit der Schuhspitze ganz einfach gegen den Tritt treten. Rührt sich nichts, ist er vermutlich gut. Je besser man seine Griffe und Tritte prüft, umso sicherer und leichtfüßiger ist man letztlich unterwegs und hat weniger Bauchschmerzen. Beim Abklettern ist es übrigens wie, wenn ich euch das Video hier einfach nochmal rückwärts vorspielen würde. Denn alles läuft im Prinzip genau umgekehrt. Man steigt mit den Füßen ein Stück runter, aber nicht so weit, dass man komplett gestreckt ist. Dann sucht man nach einem passenden Griff und fängt erstmal wieder an zu schauen, wo wieder ein guter Tritt ist. Dann steigt man wieder ein Stück runter und wiederholt das Ganze, bis man eben ganz unten angekommen ist. Psychisch ist das Abklettern natürlich deutlich herausfordernder als das Hochklettern. Es ist auch nicht schlimm, wenn man verunsichert ist. Man sollte sich eben die Zeit nehmen, die es braucht, damit man sicher die Stellen runter und natürlich hochkommt. Denn ob jemand vor einem schneller oder langsamer ist, ist vollkommen unerheblich, wenn es um die eigene Sicherheit geht. Faktisch ist das Hochklettern genauso gefährlich wie das Runterklettern. Es ist also eine Frage des Kopfs. Man ist beim Abklettern automatisch vorsichtiger, was aber auch sehr gut ist. So habe ich zum Beispiel alle meine wirklich sehr gefährlichen Situationen beim leichten Klettern immer nur beim Bergaufklettern erlebt, nie beim Bergabklettern. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch mit diesem Video weitergeholfen werden konnte und ich hoffe, ihr könnt euch nun für euren ersten Einser überwinden. Falls ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch da und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euer erster Einser oder Zweier so war. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!